Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von Dr. Psi. Wir beschäftigen uns heute mit der elektrischen Spannung und der Energie bei einem Kondensator, speziell bei einem Plattenkondensator. Zu Beginn wiederholen wir knapp die Modellvorstellung für das elektrische Feld eines Plattenkondensators und gehen ein wenig auf die Eigenschaften dieses Feldes ein. Du siehst hier einen Plattenkondensator mit zwei Platten, die geladen sind, und zwar die linke Seite positiv geladen, die rechte Seite negativ geladen. An der ganzen Anordnung liegt natürlich eine Spannung. Es sind zwei Metallplatten, die gegeneinander isoliert sind. Zwischen diesen beiden Platten besteht ein elektrisches Feld. Und du siehst, dass die Feldlinien vom positiven zum negativen Pol zeigen. Wir verdeutlichen dieses elektrische Feld durch Feldlinien. Das ist natürlich ein Modell. Aber dieses Modell hat sich als sehr tragfähig erwiesen. In diesem Bild nochmal, die Feldlinien zeigen vom Pluspol zum Minuspol. Sehen wir einmal von Randeffekten ab, die wir hier nicht berücksichtigen, so sehen wir, dass in dem Bereich der beiden Metallplatten ein homogenes elektrisches Feld vorhanden ist. Und zwar kann man das daran erkennen, dass wir dort parallel verlaufende Feldlinien haben, die zueinander denselben Abstand haben. Und was noch charakteristisch ist, die Feldlinien stehen senkrecht auf den Platten des Kondensators. Was also hier nicht gezeigt ist, dass auch den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com